Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Erde- und Knochenbox von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Contra K mit Erde und Knochen. Das Ganze heute am 11. Mai erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann natürlich im Detail ansehen. So. Und als erstes sticht uns natürlich hier ein FSK 12 Sticker ins Auge. Dieser ja dafür ausschlaggebend, oder das ist darauf zurückzuführen, dann, dass wir hier dann eine DVD oder Filmmaterial vorzufinden haben. Und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet. Contra K, Erde und Knochen lesen wir darunter. Und über Contra K noch dieses goldene Logo, das ja auf seinen alten Boxen auch immer drauf gewesen. Also ich gehe mal stark davon aus, das ist das Contra K Logo. Ja, von der Landschaft her sehr beeindruckendes Bild. Also in so einem cremefarbenen, mehr oder weniger weißen Trainingsanzug, weiße Schuhe. Und das sieht aus wie die Höhle, in der eine Videoauskopplung gedreht wurde, die ja schon released wurde. Ich glaube, zwischen Himmel und Hölle war das. Hier eben der FSK 12 Sticker, und das ist eben gut gemacht, dass das hier ein Sticker ist, bedeutet, dieser lässt sich dann hier einfach abnehmen. Jawohl. So. Die Box ansonsten in schwarz gehalten, wir haben hier noch einen goldenen Rahmen rundherum, so einen Zierrahmen. Auf der linken Seite lesen wir auch nochmals Contra K und Erde und Knochen. Hier auch wieder das Logo in Gold. Und auf der Rückseite haben wir dieses Bild hier. Und zwar einen Schädel mit diversen Knochen. Also, bezeichnend zum Albumtitel Erde und Knochen. Einen Barcode darüber und unten noch die Credits. Gut, das Ganze eine reguläre Clubbox. Bedeutet, wir machen das Ganze hier auf. Dann kommt uns entgegen einmal der Gürtel. Eine Fahne. Eine Bonus-EP. Dann haben wir Instrumentals, Bonus-EP und DVD. Und dann natürlich das Album an sich. So, das Album hier in so einem Einleger drin gewesen. Und das Ganze innen schwarz. Nachdem hier echt bis auf die Bonus-EP alles in Plastik ist, werden wir das Ganze mal auspacken. Also jetzt mal alles aus der Verpackung holen. So, einmal die Fahne. Dann haben wir den Gürtel. Die ist ganz speziell verpackt, also man kann das hier halbwegs erkennen. Wir haben hier das Ganze zugeklebt mit Klebestreifen. Also, das Ding hier extra, wie so ein Druckverschlussbeutel, ein dickeres Plastik und dann so ein dünnes Plastik, welches den gesamten Gürtel umgeben hat. Brauchen wir nicht mehr. Und dann natürlich noch die Tonträger bzw. die DVD. So, machen wir einmal hier auf. Und hier genauso. So, alles Plastik beseitigt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also auch hier wieder Contra K abgebildet, in dem Fall oben ohne. Und hier fliegen die, ja, was ist das, Sand- oder Staubwolken und diverse Gesteinsplitter durch die Gegend. Contra K, Erde, Knochen lesen wir auch hier wieder. Auf der Seite auch wieder. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich die Tracklist, und zwar haben wir 18 Stück an der Zahl. Und wir haben einige Features, und zwar CEO, Bowser, BTNG, AK außer Kontrolle, Jesus, Fatal und Raf Camora. Jede Menge Features auf den 18 Tracks, Barcode wieder oben und unten die Credits. Das Ganze kommt in einem Digipack, geht dann hier auf, und dann haben wir hier links einmal das Booklet,
Hier auch wieder Contra K abgebildet in schwarz und weiß, nachdenkliche Pose. Und hier lesen wir unten nicht Erde, Knochen, das lesen wir hier oben, sondern hier lesen wir Texte und Credits. So, die Grafik, die kennen wir schon von der Rückseite der Box, jawohl. Nur diesmal mit schwarzem Zeichen hier. Das war davor weiß. Und dann haben wir hier eine Widmung. Und zwar lesen wir hier, alles beginnt mit einem leeren Blatt und zerstreuten Gedanken, die sich während des Schreibens formen. Und so wird das Ganze hier eingeleitet. Also so eine Widmung bzw. Danksagung gleich mal zu Beginn. Sehr schön. Könnt ihr euch natürlich hier im Detail durchlesen, einfach das Video kurz pausieren und das Ganze dann durchlesen. So, dann haben wir jede Menge Text. Und zwar hat man hier wirklich jeden Track einzeln Wort für Wort in diesem Booklet erfasst. Und ihr seht schon, die Tracks von Contra K sind sehr textintensiv. Also unendlich viel Text in diesem Booklet. Aber ich finde das immer gut zum Nachlesen, zum Mitrappen etc. gut geeignet. Dann haben wir noch einmal Contra K oder zumindest seine Silhouette, die Sonne und einen, ja, sieht für mich nach Schneesturm aus. Sehr undeutlich hier zu erkennen. Der gute Mann. Dann haben wir die Album-Credits, Artwork-Credits etc. Und auch hier nochmal zum Abschluss das Bild, das wir vom Boxcover kennen. Hier nochmal das Logo. Das Ganze verstauen wir wieder hier. So, dann haben wir die Album-CD an sich. Sieht so aus, auch hier wieder der Schädel mit den diversen Knochen. Und die Rückseite glatt schwarz. Zusätzlich zu diesem Album im Digipack bekommen wir dann auch noch ein zweites Digipack. Hier Contra K in derselben Pose wie auch schon auf dem Cover. Allerdings ist der Kopf nach unten geneigt und diese Elemente, diese Sandwolke, diese Staubwolke und die die Gesteinsplitter fehlen hier. Sehr schlichtes Cover, aber sieht gut aus. Und hier lesen wir dann Contra K Bonus EP, AAA DVD, also ich schätze mal, das heißt Access All Areas. Und dann haben wir noch Instrumentals. Jawohl, so ist es. Also Bonus EP sehen wir hier. 6 Tracks an der Zahl. Mit Features von Nisi, Skinny L, Skepsis und Sick, Jacken und Fatal. Okay. Dann haben wir noch die Live-Songs. 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. Dann die DVD und die Instrumentals zum Album. Dieser DVD haben wir dann auch dem FSK 12 Hinweis zu verdanken. So, hier haben wir einmal die Bonus-EP. Bonus-EP. Contra K, so sieht das aus. Die wird hier eingesteckt. Dann hier wieder der Knochen und die Köpfe. Oder umgekehrt, der Kopf und die Knochen, so rum. Und dann haben wir hier einmal die Instrumentals, die kommen auf dieser CD hier. Sieht so aus. Und dann haben wir noch die DVD. Und diese sieht dann so aus. Also, jede Menge für die Ohren und für die Augen. Finde ich schön, dass das in so einem Digipack kommt. Und zusätzlich zu diesem ganzen Inhalt haben wir dann noch eine weitere Bonus-EP. Die kommt dann in einem Digisleeve, in so einer Papphülle. Und zwar ist das die Tag 1er EP. Also das sind die Leute, mit denen Contra K damals angefangen hat oder seine ältesten Weggefährten. Und zwar haben wir hier Fatal und Nisi und Rico. Also 4 Tracks an der Zahl. Hier noch die Credits. Und die CD sieht dann so aus. Tag 1er EP lesen wir hier. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle, in einem Digi-Sleeve. Dann haben wir noch eine Fahne. So. Und zwar ist die Fahne in Rot und Weiß gehalten und das bekannte Loyal-Logo bzw. der Loyal-Schriftzug.
den wir von Contra K kennen. Und das Spannende an dieser Fahne, also sie ist beidseitig verwendbar mehr oder weniger, auch wenn das hier nur der Durchschein von der Vorseite, also es gehört auf jeden Fall so. Was ich aber sehr spannend finde ist, wir haben hier links oben einen goldenen Ring, um das Ganze dann wirklich irgendwie aufzuhängen oder mit einem Seil irgendwie zu befestigen. Ich hätte jetzt angenommen, hier unten ist der zweite Ring, allerdings ist der zweite goldene Ring hier oben. Bedeutet, das Ganze kann dann nicht so aufgehängt werden, also auf der linken Seite, sondern eben auf der Oberseite. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so beabsichtigt ist, aber ja, ist mal was anderes. In dem Fall dann eben die beiden Seile, die beiden Schnüre oben einführen. Gut. Keine Info oder kein Zettelchen dabei, was für Material das ist, aber ich gehe mal stark davon aus, das ist 100% Polyester. Und als letzten Boxinhalt, als das, ja, neben dem Album eigentlich Highlight der Box, oder zumindest der hochwertigste Gegenstand in meinen Augen, ist dann dieser Gürtel hier. Es ist ein Gürtel komplett in Schwarz, also sowohl das Leder als auch hier die Gürtelschnalle sind komplett in Schwarz gehalten. Und zwar haben wir hier Loyal stehen. Und das Ganze ist dann hier mit so einem Dornverschluss. Bedeutet, wir haben hier die diversen Löcher im Gürtel und können die Größe dann entsprechend hier einstellen. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier bei dem Gürtel irgendeinen Hinweis finden. Jawohl, also hier haben wir einmal, kann man das sehen? Das ist schwierig zu erkennen. Und so haben wir einmal Größe 48, 1200 mm, also der Gürtel 120 cm lang. Aber sonst hier nichts weiter vermerkt, also wo das Ganze hergestellt wurde oder was das für Material ist. Fühlt sich aber auf jeden Fall gut an und die Gürtelschnalle sieht auch echt krass aus. Also in meinen Augen kann man diesen Gürtel auf jeden Fall gut anziehen. Gut! Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt, der Gürtel komplett in Schwarz, wie gesagt, Länge 120 cm. Sollte somit jedem passen. Also ich für meinen Teil habe, ich glaube, zwischen 80 und 90 cm Gürtellänge. Von daher kann man den sicher auch beleibteren Personen empfehlen. Und dann kann man halt hier einfach noch diverse Löcher dazu stanzen, um ihn dann anzupassen. Dann haben wir diese Fahne hier. In Rot und Weiß. Die Tag 1er EP, die kommt im Digisleeve. Dann haben wir dieses Digipack hier mit der Bonus EP, mit der DVD und den Instrumentals zum Album. Und dann natürlich noch das Album an sich, Erde und Knochen, ebenfalls im Digipack. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Erde und Knochen von Contra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.